Was Robert Habeck dort in einer Rede erzählt, das müsst ihr euch im Anschluss schon mal selbst anhören. Der Mann rechtfertigt chinesische Methoden, vielleicht ist er sich dessen gar nicht bewusst, der Zensur, und er predigt diese auch selbst. Er ist der Meinung, dass ihm die ideologische Lufthoheit über die sozialen Medien gehört. Und natürlich darf auch ein Hieb gegen Elon Musk, X ehemals Twitter, nicht fehlen. Es schmeckt ihm so gar nicht, dass es eine soziale Plattform gibt, auf der Menschen ungehindert ihre Meinung sagen können. Dies auch, und das wird immer wieder vergessen zu erwähnen, auch von Robert Habeck, im Rahmen dessen, was erlaubt ist, und zwar durch das Strafgesetz. Denn strafrechtlich bewährte Dinge darfst du auch auf X ehemals Twitter nicht sagen. Aber nun gut. Und nach dieser Rede sollte die ganze Republik auf Tischen und Stühlen stehen und Mordio zetern und schreien. Tut sie aber nicht. Es hat sich mittlerweile in Deutschland ein Klima etabliert, das mit nichts zu vergleichen ist, was so bisher in der Geschichte passiert ist. Denn sind hier Leute dabei, die Demokratie zu demontieren? Fragezeichen. Besteht sie eigentlich überhaupt noch unter der Ampel? Eine Demokratie, wie sie eigentlich sein sollte, in der der Souverän, das Volk, das Sagen hat? Und nicht Politiker entscheiden, welche politische Meinung ihnen gefällt und welche nicht? Ich bin zutiefst bestürzt über solche Worte eines Wirtschaftsministers, der von Wirtschaft so viel versteht wie ein Schwein vom Fliegen und der von Demokratie anscheinend so viel versteht wie ein Vorsitzender einer KP in China. Das ist absolut skandalös. Und ich will kein Hehl daraus machen, dass ich glaube, dass diese unregulierte Form von diesen sozialen Medien inzwischen nicht mehr akzeptabel ist. Wir müssen meiner Ansicht nach schärfer und konsequenter darauf achten, dass die Algorithmen erstens transparent gemacht werden und zweitens dann auch so reguliert werden, dass nicht der Raum der Demokratie, also das Soziale an den sozialen Medien, die natürlich auch starke Seiten haben, unmöglich gemacht wird. Wir können am Ende nicht zulassen als liberale Demokratien, dass Milliardäre, die in den USA Donald Trump unterstützen, mit ihrer Vorstellung von Kommunikation oder chinesischer Technik, die ja in China selbst verboten ist oder reguliert ist, den Diskurs in Europa definiert. Das wäre wirklich blind. Deswegen ist Polarisierung nicht einfach nur so ein Schlagwort über den Zustand der Gesellschaft, sondern es ist meiner Ansicht nach ein politischer Auftrag, genau hinzugucken, wie die Polarisierung entsteht. Und wenn Sie, und das ist der zweite Punkt über Polarisierung, über den wir reden müssen, wenn sie bewusst eingesetzt wird, um eine Gesellschaft zu destabilisieren. Und zumindest den Gedanken muss man zulassen in dieser Zeit. Dann haben wir jeden Grund, uns politisch dagegen zu wehren und diese wehrhafte Demokratie auch bei den sozialen Medien fortzusetzen. Dafür gibt es jede Menge Möglichkeiten. Vielleicht sind sie noch nicht ausreichend, aber eine scharfe Anwendung des DSA, des Digital Service Act, ist das Mindeste, was wir in Deutschland brauchen.